So, und damit willkommen wieder zurück zu No Man's Sky. Heute geht's mal wieder endlich weiter mit dem Bau der Base. Achso, du bebst hier so. Ich habe mich schon gefragt. Erstmal Network Settings. Okay, die sind schon mal gut. Genau, heute geht es weiter. Hier soll nämlich das Gewächshaus nachher entstehen. Das wird noch richtig Bruch. Aber bevor ich das mache... So, erstmal, ne? Den schalten wir erstmal eben... auf Standby. Obwohl, wir müssen auch noch mal eben ganz kurz zur Siedlung. Ich muss mal gucken, habe ich Inventarplatz? Inventar ist Bruch, sagt er. Strom wird gerade nicht produziert. Obwohl, wait a minute. Ich habe die doch bloß nicht verbunden, ne? Komm, da hauen wir mal eben ein Kabel ran. Zack. Einmal bitte Strom liefern. Einmal hier ran, bitte. Dankeschön. So, weil dann können wir direkt mal hier ein bisschen was einsortieren. Oh Gott, wir haben aber eine ganze Menge hier. Okay, die Basic-Ressourcen würde ich tatsächlich erstmal drinnen behalten. Hier weiß ich tatsächlich nicht, was ich hier alles reingeballert habe. Da haue ich erstmal die Dinger rein. Ja, haue ich das auch noch mit rein. Haben wir noch irgendwas Seltenes? Ja, hier haben wir noch sowas. Wurmhautfolio. Hauen wir mit rein. Das hier auch. So, Komponenten. So, da haue ich erstmal die ganzen Kabelbäume rein, weil die nehmen ja auch ordentlich Platz weg. So, hier haben wir noch aktiviertes Indium. Das haue ich mal hier mit rein. So, zack. Obwohl, wenn ich schon dabei bin, dann würde ich doch glatt weg sagen, mache ich mir doch direkt mal ein paar Generatoren hier hin. Sind die hier? Nope. Fette Generatoren, wo seid ihr? Nee. Ah, hier. So, da stelle ich doch mal direkt ein paar auf hier. So, jetzt haben wir zwei. Drei Stück habe ich doch jetzt hier stehen, oder? Oder habe ich hier erst zwei? Okay, die müssten den Abstand wieder haben. Gut, dann haue ich hier erstmal was rein. Zack, einmal aktiviertes Indium, bitte. Zack, einmal schnell teilen und rein damit. So, das baller ich hier mit rein und das baller ich hier mit rein. So, dann kann er mir da schon mal chromatisches Metall von machen. Denn ich muss nämlich nochmal zwei Sachen machen. Erstmal kurz Inventar sortieren. Dann geht's ganz kurz zur Siedlung, gucken, was ich da noch machen kann jetzt. Ob der Bau schon abgeschlossen ist oder ob da was Neues hin kann. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz in die Weltraumanomalie und guck mal eben kurz, ob wieder eine Superquest drin ist für Quecksilber. So, dann hierhin. Inventarplatz sollte reichen. Für sämtliche Missionen. So, jetzt schnappen wir uns erstmal den Mech direkt. Zack. Einmal hoch zur Siedlung und die Quest noch aktivieren. So, die Siedler. Oh, ein Besucher ist sogar da. So, dann wollen wir noch mal gucken gehen. Zack. Hier sind die Fatfighters wieder. So, und sofern da eine Quest ist, dann mache ich die noch fertig, weil ich meine, es gibt ja dann 1000 noch was Quecksilber. Und dann geht's auch schon wieder hier zu Base hin und dann wird das Essen ausgebaut. Nicht hier rein. So, perfekt. So, einmal raus. Du bleibst stehen, ne? Perfekt. Dann gucken wir doch mal. Und die Siedlung müsste jetzt richtig fett produziert haben. Oh ja, guck mal. Oh, das Inventar ist gleich wieder safe voll. Obwohl, rein in den Minotaurus ist das Ding.
So, das sieht alles hier gut aus. Ist noch Klasse B, noch nicht Klasse S. So, Besucher in der Siedlung. Ein Besucher namens Kundschafter Gek Enryo hat eine Audienz beim Aufseher verlangt. Er zeigt seinen Handelsausweis und bietet folgende Pläne zum Kauf an. Ferritanlage. Oh, das hört sich richtig gut an. Boah, das gibt 100.000 Siedlungsschulden fast. Okay, machen wir. Vielleicht produzieren die mir dann Ferritstaub oder so. Na, mal gucken, wie lange braucht er dafür? Boah, fast 4 Stunden. Ah, lass mich raten, wir haben wieder ein Wächterproblemchen. Also wundern würde es mich tatsächlich nicht. Ja. So, dann hauen wir doch mal mit dem Mech hier richtig auf die Tonne, ne? Obwohl, siehst du? Das ist eigentlich schon voll ausgestattet. Da brauche ich auf jeden Fall Module für noch. Ah, hier greifen die schon wieder an. Hier. Die kleinen miesen Haralds. Warte mal, macht der Landschaft kaputt? Ich hoffe nicht. So, da hauen wir einfach mal mit rein. Ja, fliegt doch nicht hinter mir. Was ist denn los mit dir? Richtig schön die Schussbahn, bitte. So, zack. Achso, und hier kann ich das ja alles so aufsammeln. Nice. Weil somit kriege ich die Wächter hin, bloß. Perfekt. Reparieren ist by the way nicht. So. Da kommt er ein bisschen spät. So, und der nächste weg. Dann nehmen wir doch direkt mal die schönen Ressourcen hier mit. Und da kommt der nächste auch schon. Das ist wieder blind. Zack, 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 zack. So, haben wir sie jetzt alle blöd? Nee, da feiert noch was. Warte mal, ich muss meine Kanone aufladen. Bohrer, Kanone. Ja, Sauerstoff rein. Komm, euch fetze ich gleichzeitig. Na, hörst du mal auf zu reparieren hier? Jetzt bist du gleich der Erste hier. Na, zack, 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 zack. So, immer schnell weg, weil die Wächter hier gerade nicht sind. So, nehmen wir das hier auch noch entspannt mit. Ah, die sind zum Glück nicht direkt in der Siedlung. Lass die Wächter suchen. Oh. Oh, jetzt suchen sie nicht mehr. Ist mal schnell weg. Ah, ich kann doch schon mal. Ach nee, hier habe ich ja doch noch irgendwas zum Bauen, oder? Obwohl, das sieht gerade nicht danach aus. Ja, mal gucken. Oder ich kann das Bauprojekt erst machen, wenn er hier wieder mit fertig ist.
Super, 5 Sekunden noch. Wie? Was entdeckt? Och, ihr miesen Haralds. Habt doch gesagt, ihr habt in der Siedlung nichts verloren. So. Nochmal eben Drohnenfetzen. So, zack, 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 zack. Jetzt kommt die nächste hier an. Also wenn ich die gefetzt habe, muss ich unbedingt aus der Siedlung raus, damit die nicht immer wieder hier spawnen. Ah, da ist noch eine in der Siedlung. Wie ist die denn da reingekommen? Keine Ahnung. Ich ziehe mich hier auf jeden Fall erstmal zurück. So, ab zur Base. Einfach rüberstampfen, passt. Ja, ich glaube, hier komme ich aber noch nicht hoch, ne? Ey, du bist ja noch nicht stark genug. Lass die Wächter suchen. Oh, direkt mich über meiner Base. So, Wächter deaktiviert. Perfekt. So, jetzt gehe ich nochmal eben zur Siedlung hin und guck mal, ob ich da schon irgendwas Neues bauen kann. Zack. Boah. Also wo der hinstampft, da wächst nichts mehr. Die haben wieder irgendwas vorbereitet, glaube ich. Oh, das lädt gerade nicht richtig. Könnte sein, dass gleich wieder der nächste CE kickt. Oh ja, FPS Drops. Okay, es rendert wieder. So, zack. Keine Entscheidung? Achso, die bereiten noch einen vor, eine halbe Stunde erst. Okay, dann würde ich erstmal sagen, hole ich mir mal mein Raumschiff ran und dann geht's erstmal in den Nexus. Ich weiß aber auch nicht, ob ich dafür ein Netzwerk anhaben muss. Keine Ahnung, das kann ich im Nachhinein einfach noch machen. Ich habe das bloß erstmal an, damit es halt flüssiger läuft. So, perfekt. Ah, Karton haben wir ja noch anklemmen. So, mal gucken. Hier vorne haben wir geparkt. So, Nexus. Mehr scheint nicht drin zu sein. Aber heute ist der Sonne, müsste eigentlich was drin sein. Und aktualisieren tut er ja auch nichts. Schade. Wie viel habe ich eigentlich gerade? 2470.
gut, Daten kann ich auch später abgeben. Ja, soweit gibt es ja eigentlich nichts für mich. Dann kann ich erstmal wieder runter auf den Planeten und... und ich kann bei der Goldmine nochmal vorbeigucken und das Gold mal eben einsammeln. So, zack und wieder raus hier. Hexagon-Planet. Du bist kein Planet, ne? Nein. Das muss ja sein, oder? Nee, der ist doch komplett blau. Ah, nee, das war der hitzige Planet, ne? Ja. So, da habe ich eine Base drauf. Und. Noch irgendwo? Warte mal, ich muss mal kurz ein bisschen weiter weg. So, sollte reichen. Ich mal die Planeten alle sehe. Genau, hier habe ich das. Ab zum Goldhub. So, und in 26 Minuten kann ich wieder irgendwas in der Siedlung bauen. Muss ich auch noch mal gucken, ob ich die Goldfarm vielleicht sogar noch ein bisschen erweitere. Weil ich glaube, mir hat sogar bloß Gold gefehlt. Da müsste ja jetzt ja alles voll sein, sofern das mit dem Strom geklappt hat. Weil ich meine, ich habe das so eingestellt, dass das Depot auf jeden Fall für 12 oder 14 Stunden irgendwie was speichern kann. Perfekt. Erstmal alles rennen lassen. Und dann gehen wir runter. Ah, Lebenserhaltungssysteme. Aufgeladen. Das Lager ist, glaube ich, voll, würde ich mal sagen. Und rein damit. So, jetzt farmen die wieder. Das geht aber schnell. Ah, gut, die speisen auf jeden Fall gute Energie. Oder so eine fette Raffinerie stehen. Oh, die haben es auch ein bisschen vom Design angepasst. Jetzt muss ich mal gucken. Könnte ich sowas noch bauen? Ach, dafür brauche ich Metallplatten. Gut, sollte aber erstmal reichen. So, was sagt das Inventar jetzt? Weil ich meine, wir haben jetzt irgendwie 11.000 Gold gesammelt. Hat er mir, glaube ich, mehrere Stacks draus gemacht.
Minuten 4000 noch was. Ah ja, und dann 9999. Sag mal, wie viel ist das eigentlich wert? Ordentlich was. So, Raumschiff, wo bist du? Gucken, wo hab ich das denn jetzt geparkt? So, und dann können wir unten anfangen, jetzt das Pflanzenhaus zu bauen halt. So, vor allen Dingen Sturmkristalle werden nachher wichtig für Glas. So, und runter hier. Zack, einmal dahin. Oh, hier ist was. Anomalie entdeckt. Was ist das denn? Das sieht aber komisch aus. Bist du? Überwachungs was? Na, warum geht das immer wieder weg? Hallo, wo ist es? Überwachungsstation über Piratenkontrolle. Hä? Och nein. Ah, komm, gebe ich jetzt halt ab. Ist das Ding jetzt einfach weg? Ich hoffe nicht. Nee, hier ist es noch. Kann ich hier irgendwas machen? Hier wird mir nichts angezeigt. Okay, mal gucken, was passiert hier. Ah, kann ich abbauen. Ansehen, mein Gag verbessert. Oh, jetzt greifen die Piraten hier an, oder was? Oh, was ist denn das?
Okay, das hört sich schon mal gut an. Und nochmal Ansehen sogar verbessert. Nice. So, zurück zur Base und dann wird losgehasselt. Ach, ich komme da immer auf das falsche Menü rauf. Das Raumschiff ist auch schon voll mit dem Kram. Oh, hier muss ich glaube schon runter, ne? Obwohl. Stimmt doch halt nicht. So, ich will doch zu meiner Base hin. Erstmal landen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Och nö, jetzt falle ich unter Planeten. Das ist belastend. Ach so, ich bin wieder oben. Perfekt. Lol, ich habe sogar gerade, glaube ich, neue Planetentiefe erreicht. Gut. So, mal gucken. Ihr seid bestimmt schon durchgebreddert. Ja. Jetzt mal gucken. Ich habe jetzt jede Menge noch am Schiff. Das könnte ich ja hier drüber eben mal verkaufen. Na, kann man das nicht mehr wechseln? Weil das Schiff nicht dicht genug ist. Na, mache ich das eben so. So, zack. Einmal Hauptschiff und einmal alles rausnehmen. So, wir haben 56 Stück davon, da machen wir sogar ein bisschen Plus mit. So, jetzt brauchen wir diese Kabelsätze. Hier, eieiei, die sind ja gefühlt gar nichts mehr wert. Egal, hau ich trotzdem erstmal mit hier rein. So, dann hätten wir das auch. Achso, und ich brauche natürlich wieder Ressourcen zum Bauen. Genau, Ferritstaub und reines. So, perfekt. So, hier will ich jetzt dieses Pflanzenräumchen bauen. Muss ich mal gucken, wie groß ich das machen kann. Und da ist der Freeze. Danke dafür.
Da ist das Game auch einfach wieder gecrashed.